Wir sind hier im Stadtseegebiet, das ist das Plattenbaugebiet, was zur Stadt Stendal gehört. Das ist ein sogenannter Brennpunkt-Stadtteil, das heißt ein Stadtteil, wo wir mit erhöhtem Risiken zu kämpfen haben, mit Armut, mit Kinderarmut auch, mit erhöhter Arbeitslosigkeit. Und Evangelische Kirche hat sich hier aus diesem Plattenbaugebiet in den letzten Jahren doch leider deutlich zurückgezogen. Wir sind mehr wieder in die Kern- und Innenstadtbereiche gezogen, haben uns das vor 20 Jahren gar nicht ausgemalt, was das aber auch für Folgen hat, wenn wir uns zurückziehen aus diesen Stadtgebieten und diesen Quartieren. Und seit vielen, vielen Jahren sind hier freie Vereine, die von bewegten Christenmenschen getragen werden, auch von freien evangelischen Gemeinden, aktiv und kümmern sich um Kinder und Jugendliche. Wir sind hier im Jugendclub Eckstein und das ist ein Teil vom Verein Lebendige Steine. Wir haben hier ein soziokulturelles Zentrum, wo wir einen Kids-Bereich haben, einen Jugendbereich haben. Eine offene Sozialarbeit mit einer christlichen Motivation. Wir haben zunächst den offenen Clubbereich, das heißt, wir haben mehrere Tage die Woche einfach geöffnet, dass Kinder und Jugendliche hier aus dem Stadtteil herkommen können, ihre Zeit verbringen können, sinnvoll ihre Freizeit gestalten können, Möglichkeiten vorfinden, die sie sonst zu Hause nicht haben. Darüber hinaus unterstützen wir da, wo Hilfe nötig ist, also wenn irgendwie Hunger da ist oder klamottentechnisch irgendwie Herausforderungen bestehen, dann unterstützen wir das ganz gerne. Und wir versuchen, so gut wie es geht, auch Förderung möglich zu machen, das heißt, Kids zu unterstützen in ihrer persönlichen Entwicklung, Jugendlichen einfach auch weiterzuhelfen Richtung Berufsfindung. Wir haben seit einiger Zeit eine Kooperation mit dem Kirchenkreis Stendal. Wir haben zum einen einen guten Austausch mit dem Kirchenkreis, das heißt, wir tauschen uns darüber auf, was die besonderen Herausforderungen in unserem Stadtteil sind. Wir versuchen ehrenamtliche Leute zu aktivieren, die sich hier einbringen und mitmachen und einfach merken, Mensch, das ist eine Aufgabe für mich, auch für andere Menschen da zu sein. Und die Kirche unterstützt es auch dadurch, dass sie eine Personalstelle mitfinanziert. Und wir als Kirchenkreis, uns ist das längst ein Anliegen, hier einfach ein Stückchen auch an Boden wiederzufinden. Nicht in Konkurrenz zueinander, sondern im guten Miteinander. Und deswegen sind wir sehr froh und dankbar, dass es Kooperationswilligkeiten gibt, auch von denen, die seit langem hier diese Arbeit betreiben und uns jetzt einfach ein Stückchen mitmachen lassen bei dieser Arbeit. Und wir bringen das ein, was wir im Augenblick können, einfach unsere Ressourcen und Möglichkeiten. Und der Verein Lebendige Steine, der hier dieses eine Projekt für Kinder und Jugendliche betreibt, bringt seine Manpower ein, seine jahrzehntelange Erfahrung, muss man sagen, und seine Netzwerke. Und die Frage ist, definieren wir uns tatsächlich über diese äußeren Parameter, Mitgliedszahlen, Kirchensteuerzahler und Ähnliches, oder definieren wir uns vielleicht als Kirche ganz neu, nämlich darüber, wo werden wir gebraucht in dieser Gesellschaft, wo haben wir unseren Platz, wo können wir das, was wir gut können, einbringen. Und ich denke, Christenmenschen können sich gut in Beziehungen einfinden, können Beziehungsarbeit leisten, können etwas von menschlicher Nähe weitergeben und anbieten. Und das, was uns Jesus ans Herz gelegt hat, unter dem schlichten Stichwort Nächstenliebe, das praktisch umzusetzen. Und ich glaube, wenn wir als Christen daran erkannt werden, auch in so einer entkirchlichen Region, wie wir es nun mal in Sachsen-Anhalt zu tun haben, dann haben wir in den nächsten Jahren nicht alles falsch gemacht.